Und Herr Farage, Sie machen uns zu Nationalisten. Ich muss Ihnen sagen, als erstes war ich sehr traurig über die Entscheidung, dass die Briten die Europäische Union verlassen wollen. Sie sind ja gerade derjenige, der den Briten einredet, dass man die Herausforderungen von morgen, dass man die mit dem Weg zurück in das Gestern beantworten könnte. Und ich sage Ihnen eins voraus, dieser Weg zurück ins Gestern, dieser Weg ist noch nie gut gegangen. Die Zukunft in der Europäischen Union, die Zukunft auf diesem Kontinent, die gewinnt der, der diese Zukunft gemeinsam wagt, weil die bessere Zukunft auf diesem Kontinent, die hat genau damit angefangen, dass wir das Gemeinsame gewagt haben. Und ich finde es eigentlich traurig, dass ich als Deutsche das einem britischen Nationalisten sagen muss.